Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und so wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, welches wir über ein Achievement kriegen können. Und zwar habe ich hier schon einmal das Toy und zwar schimpft sich das wiederverwendbarer übergroßer Schwimmer. Und das bekommen wir über das Achievement verködert. Und ja, was müssen wir für das Achievement machen? Wir müssen einmal 100 Fische mit einem übergroßen Schwimmer angeln. Hört sich nicht kompliziert an, ist es auch nicht. Ihr müsst einfach bei irgendeinem Angellehrer, und das ist wirklich bei jedem Angellehrer der Fall, gibt es einmal hier den übergroßen Schwimmer. Den kriegt ihr dann ins Inventar, habt 5 Aufladungen für 1 Gold 76. Und wenn ihr dann hier rein angelt in irgendein Gewässer, dann habt ihr quasi so einen großen Schwimmer. So weit, so gut. Jetzt müsst ihr einfach 100 Fische damit fangen oder irgendwas anderes. Und dann gibt es dementsprechend das Achievement und damit auch das Toy. Ich zeige euch mal einen kleinen Trick, wie ihr es ein bisschen beschleunigen könnt. Also 100 Fische zu angeln dauert jetzt auch nicht so lang tatsächlich, aber wir können das ein bisschen beschleunigen, denn es ist nicht so, dass jeder Fisch einzeln zählt, sondern wenn ihr mehr als ein Item fangt, in Anführungszeichen, kriegt ihr nicht nur einen Credit, sondern je nachdem, wie viel ihr fangt, wenn ihr 5 oder 10 Sachen fangt, kriegt ihr 5 oder 10 Credit. Hier unten im Legion Dalaran, da bin ich jetzt gerade hier unten zu diesem kleinen Teich, Tümpel, runtergelaufen, wenn ihr da rein angelt, in diese Dinger, droppt so ein Mana-Zeug und da droppen zwischen 5 und 10, würde ich mal sagen, im Schnitt. Und ja, das gibt dann ein bisschen mehr Credit, nicht nur 1, sondern halt je nachdem, wie viel ihr rauszieht. Und da könnt ihr das natürlich dann wesentlich schneller fangen. Jetzt gucken wir mal, ob wir, ich hoffe, ich habe jetzt nicht daneben geworfen, seht ihr, oder so Augen sind, das ist gar kein Mana, Augen ist es. Da habe ich jetzt 5 Augen rausgezogen, wird dann 5 fürs Achievement zählen und dementsprechend könnt ihr das da ein bisschen schneller zusammenfahren. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Toy noch an. Einmal das Toy gelernt, klicken wir das hier mal weg, denn ich denke mal, wir werden jetzt ähnlichen Buff hier kriegen. Und dann geben wir jetzt hier mal Schwimmer ein und da unten haben wir das neue. Benutzt, erhöht eine Stunde lang die Größe eures gewöhnlichen Schwimmers. Das machen wir und wahrscheinlich kriegen wir jetzt einfach den komplett gleichen Buff. Übergroßer Schwimmer aktiv. Ja, ihr seht, das sieht einfach genauso aus. Das jetzt aktivieren. Ach, jetzt kann ich sogar zweimal haben. Ist er dann noch größer? Nee. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Buffs. Interessant, aber er heißt übergroßer Schwimmer und großer Schwimmer. Ja gut, okay. Also es ist fast dasselbe. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und damit sind wir wieder durch mit dem Video. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.